Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, im letzten Video haben wir ja geschwätzt, dass wir. Oi, da wurde der Helfer blockiert, ja, von dem haben wir sich gehört. schon wieder der Harvester, der gerade im Weg umeinander dem. Ja, gut, dann fahren wir den mal geschwind auf die Seite. Ja, da habe ich schon mal Motor erkannt, moin. Wir haben es ja davor gehört, dass wir ja, oder dass ich euch zeige, wie das funktioniert mit dem Holz machen, also beziehungsweise mit dem Holzspalter. Das sieht man ja halt alle Deck, dass wir da zwei Xerion jetzt da im Einsatz sind. Hage ich mal da den ein bisschen weg. Muss ich schon gucken. Das ist falsch, dass wir uns auch, dass das einfach läuft. Da wir da bald Essen erkennen, beziehungsweise müssen wir erst noch Stolz sammeln und dann Essen, dass alles eine Richtigkeit hat. Sonst geht ja auch sehr mal schön hin. Also, dann setzen wir den Helfer wieder auf Kurs, dann dürfte er voll fliegen. Und wir gehen dann mal zum, zum Holzhacken. So. Ja, bis du da mal durch bist. Jetzt. Gut. Also, dann gehen wir Holzspalte. Und zwar, da haben wir jetzt auch der Xerion, das ist der 300er Xerion, die ich das sehe, oder? Ah, neu, der 3300er, so, dass er auch seine Richtigkeit hat. Ich muss halt leider erlauben, weil ich die Befehle für die Holzspalte habe immer noch nicht ganz so auswendig. Dann habe ich noch nicht so lange drauf, also dann muss man sägen. Und dann haben wir eine Spalte. Wir mal mit U. Können wir scheint noch die Holz. Ah ja, perfekt. Da sieht man schon, wie das erste aufwandert und es wird noch gleich zerhackt. So, dann das weiter. Ah, da kommt jetzt eine ganz schöne Masse. Gut, es ist immer so mit dem Holz, es ist ja mit dem LS immer noch die Physik vom Holz im LS ist ja meistens immer noch ein bisschen groß. Aber hat sich schon alles ein bisschen besser, das muss mir den nicht so gut erhalten. Das war schon andere LS-Teil, war das so viel schlimmer. Und ich habe davor vor dem Xerion habe ich der Ding, der Waldrad davor gehabt. Und da hast du es halt echt nie so gut gesehen. Gerade vom Holzspalter, wie das funktioniert, und da hast du beim Xerion hast du jetzt halt einfach der schöne Überblick, wie das alles funktioniert, wie das alles läuft. Das sieht ja schon geil aus. So, dann packen wir uns gleich den nächsten Baumstamm. Das hat ja so quasi so Autoloader-Funktion, oder beziehungsweise das packt er automatisch. Okay, perfekt. Wie gesagt, packen wir jetzt den nächsten Baumstamm. Und was da ist, die sind immer auf, also das ist jetzt mal ein dickerer Baumstamm. Was geht oder was ich auch empfehle, sind immer wieder auf 4 oder 5 Meter, die mit dem Harvester runter zum Schneiden. Weil alles andere ist dann doch ein bisschen arg groß.
Aber ich muss ehrlich sagen, das funktioniert richtig gut. Ich hatte es schon mal getestet, da ist nicht so gut gelaufen. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, mit dem Xerion, vor allem, du siehst halt auch alles. Du kannst in den Holzspalter, kennst du rein theoretisch selber auch einsteigen. Aber sieht nicht so geil aus. So sieht es halt richtig real aus. Jetzt, ja, also wie gesagt, die Physik vom Holz ist ja immer nur so Thema. Genau. Jetzt muss ich das neue schön nachschieben noch. Nochmal mit dem. Der hat wieder festgefahren. Gut. Dann können wir jetzt mal geschwind im Ding gucken. Okay, 10% Hackschnitzel sind schon drin. Gut, dann schieben wir da noch mal ein bisschen was nach. Im Waldra. Okay, das ist der Bild Ganze. Ja, gut, Leute. Aber das wäre es jetzt auch noch gewesen. Weil, ja, immer ein bisschen kürzere Videos. Solange ich das Googie meistens selber einkehre, weil ich die Arbeit auch tue. Ich wollte jetzt mal ein bisschen weiter Holz spalten, aber Google, dass der Helfer seine Arbeit tut. Und dann werde ich sagen, dann sieht man es im nächsten Video wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde mich sehr über Like freuen, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Ja, über Abo, der mich natürlich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao und macht's gut.